Guten Morgen, guten Morgen. Es ist der erste Weihnachtstag, der 25.12. Und wir fahren heute wieder nach Europa. Wir haben uns gestern mal ein bisschen umgeschaut nach Ferienwohnung. Da ist das jetzt definitiv werden soll. Sorry, man sieht mich kaum, aber ich hoffe, man hört mich. Es ist noch sehr dunkel. Ich bin mit dem Eti unterwegs zu seinem Weihnachtsgang. Wir haben 7:30 schon, es ist relativ spät, aber auch noch ein bisschen dunkel. Und wir werden gleich wieder euch eine Stunde näher kommen. Das heißt, wir hatten ja 2 Stunden Unterschied. Wenn wir jetzt in Griechenland sind, da ist es nur noch 1 Stunde. Ja, Eti kommt gleich mit zu dunkel, da gehe ich nicht lang. Im Wald, da wohnen die Räuber. Nein, aber da ist gar nichts beleuchtet. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ja, wir fahren heute nach Griechenland. Heute ist 25. erster Weihnachtstag, habe ich schon erzählt. Und ja, das heißt, Silvester wird geknallt bei uns auch. Für die Kinder ein paar Kleinigkeiten geholt. Für uns Großen holen wir für jeden eine Rakete. Das haben wir bisher immer so gemacht. Schreiben dann einen Wunsch drauf oder den Namen einer geliebten Person, die nicht mehr ist, und dann wird sie ab in den Himmel gejagt. Ja, Bleigießen gibt es ja nicht mehr, hier in der Türkei sowieso nicht. Hier wird ja Silvester nicht gefeiert, deswegen fällt das auch raus. Wachsgießen ist eher Abschluss, was wir feststellen mussten in den letzten Jahren. Das klappt dann nicht wirklich. Ja, Mann, das klingelt. Kann aus. Zack, da sieht man mich so besser. Ja, ein bisschen. Ne, das war mir schon doof. Ja, dann werden wir auch mal die Tage gucken. Nicht heute, weil heute ist ja Feiertag. Wegen Internet in Griechenland. Da werden wir uns erstmal jetzt die eSIM online holen. Hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Dass wir da mobile Daten nicht aufbrauchen. In Griechenland ist ja auch Roaming like at home. Das heißt, oh doch, was so. Sieht man mich ein bisschen besser. Das ist dann halt, dass man da den Tarif von zu Hause mitnehmen kann. Muss man ein paar an. Meine Güte. Smurfy, warte mal. Ein bisschen Scary Movie-like hat das gerade. Man sieht mich trotzdem nicht, ne? So. Das heißt, man kann seine Daten, mobilen Daten, die man da in einem Heimattarif in Europa hat, auch in dem Land gebrauchen, wo man dann gerade ist. Das war ja in Serbien nicht so, da haben wir uns nicht schlau gemacht, das war dumm von uns. Da mussten wir dann gehörig nachzahlen, aber gut. So ist das im Leben manchmal. Entweder man lernt aus Fehlern oder man lässt es. Aber da wird aufgepasst, auch wenn wir durch Albanien reisen oder Nordmazedonien auf dem Rückweg oder Bosnien. Da müssen wir auch nochmal gucken. Albanien und Nordmazedonien gehören auf jeden Fall nicht dazu, glaube ich. Albanien auf jeden Fall. Aber da werden wir dann kurz vorher nochmal gucken, die SIM-Karten dann brav ins Portemonnaie legen. Ja. Ja, wir haben jetzt einen schönen Stellplatz gefunden. Nach der Grenze bleiben wir eine Nacht dort. Dann werden wir weiterfahren direkt zu einem anderen Stellplatz, zu einem bisschen größeren. Die kommen weg da. Nicht wieder komische Sachen fressen. Und dann werden wir da und am 27. werden wir einkaufen. Da freuen wir uns alle schon auf. Ich glaube, Lidl ist da. Vor allem die Damen der Schöpfung, beide, sind da sehr in Vorfreude. Ja, ich glaube, ich werde mir auch wieder verarbeitete Wurst holen. So langsam kann ich Hummus, Leberwurst und Linsenaufstrich nicht mehr sehen. Ich würde es auch noch weiter essen, aber es ist immer geil, wenn man eine Alternative hat, natürlich. Die kannst du nicht mal irgendwo an einer Laterne schneuzen, dann sehen mich meine Freunde auch, die dich das alles erzählen. Komm, wir gehen nach vorne, mein. Ja, da freuen wir uns jedenfalls schon drauf. Mit der SIM-Karte, wie gesagt, erst die eSIM und dann werden wir auch, wenn die Geschäfte wieder aufhaben, zu einem Windgeschäft. Also ist wie Telekom, heißt nur Wind hier. Da werden wir dann mal gucken, dass wir eine Daten-SIM kriegen. Angeblich soll man das für 13 € für Unlimited Daten bekommen.
hat jemand gepostet mal und habe ich auch in Foren gelesen. Ob das wirklich stimmt, werde ich euch erzählen. Dann nehme ich euch dann mit. Ja, ansonsten, die Nacht war echt angenehm. Wir haben lange geschlafen heute. Kind und Hund haben uns schlafen lassen. Silvia wollte irgendwann um 4 Uhr Wasser haben. Das, ne, das war ein Problem. Und dann haben wir weiter geschlafen. Ich war einmal austreten, dann Pipi machen. Der Eti ist auch 6 oder 7 Mal runtergesprungen heute Nacht. Der ist dann aber bereitwillig, als sie die Decke hob, wieder reingekommen, zum Glück. Aber jetzt musste halt wirklich dolle. Und dann habe ich auch gesagt, 7:30 kommen. So langsam starten wir in den Tag. Wir müssen noch ein bisschen aufräumen, zusammenpacken. Dann wollten wir noch alle duschen hier. Die Duschen sind hier 100 Grad heiß. Ich habe die gestern Abend noch runtergeregelt. Eigentlich wollten wir gestern Abend duschen. Aber die hatte gestern jemand wieder hochgeregelt. Und bei 100 Grad duschen ist eher semi-geil. Ja. Ich würde euch gerne die Küste zeigen. Das ist so schön am Glitzern. Hinten. Aber ich glaube, auf Kamera kommt das bei weitem nicht so schön rüber, wie das in echt ist. Ja, so sieht's aus, ihr Lieben. So, ich würde sagen, ich werde mal jetzt langsam die Runde zurückgehen. Dann werde ich ein Käffchen trinken und dann werden wir in den Tag starten. Und dann werde ich berichten, auf jeden Fall. Und unterwegs wollten wir auch noch ein, zwei Mal anhalten und tanken hier den billigen Sprit. In Griechenland kostet es fast 2 Euro, habe ich gesehen. Hier ist bei 1,10 Euro knapp der Diesel. Ja, einkaufen brauchen wir nichts mehr. Chai haben wir genug mit, 3,5 Kilo. 4 darf man. Also jetzt zusammen, die andere Familie und wir. Wir wissen, dass man pro Person nur 1 Kilo mitnehmen darf. Und der dürfte aber reichen die nächsten Monate, bis wir wieder in die Türkei kommen. Für nächstes Jahr haben wir auch schon Pläne geschmiedet, wie da die Route aussehen soll. Da werde ich aber bei Zeiten mehr erzählen. Nicht jetzt. Jetzt gehe ich zurück. Dann melde ich mich wieder, wenn man mich ein bisschen mehr sieht, ihr Lieben. So, bis dahin, ihr Lieben. Bis später mal. In den letzten Zügen am Kontrollieren angespannt ist. Jetzt geht's los, die große Reise. Heute ist alles wieder ein bisschen stressig. Alle sind wir ein bisschen genervt, aber hat man manchmal, gibt es ja überall. Und deswegen ist es heute ein bisschen später geworden. Ja. Und jetzt 10:30 ungefähr. Oder 15:15 vor. Ist genau 11, 2 Minuten vor. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Die Reise geht los und wir melden uns dann spätestens von der Grenze wieder, ihr Lieben. Wegen den Straßen, weil wir hier durch die Walachei geschickt worden sind, sind wir jetzt mit dem Ausblick hier entschädigt worden. Und hinter uns ist Krankenwagen. Ja. Nein, Liviaco Krankenwagen. Oder nicht letzter, erster großer Zwischenstopp. In Troja sind wir gerade. Weißt du nicht, auf die Straße laufen, ne? Und ja, jetzt gehen wir mal alle hier aufs Klo und ein paar Chips nach vorne. Ich habe nicht vergessen, die Kopfschmerzen bei mir werden ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ich schmeiße da einfach eine Tablette ein und dann wird das schon klappen. Ja, wird schon. Jetzt gleich, wie gesagt, gehen wir nochmal aufs Klo hier. Guck mal, ob wir noch einen Kaffee kriegen und dann geht's weiter auf Reise. Lift, seine eigene.
Kommentare reinschreiben, warum da oben ein Kran wohl steht. Das würde mich mal interessieren. Das ist hier Maut. Dann erzähle ich euch später, was das gekostet hat. Letzter Stopp jetzt vor der Grenze. Für die Brücke haben wir jetzt über knapp 500 türkische Lira bezahlt, 27 Euro mit Autobahn. Und ja, jetzt sind wir hier, letzter Rastplatz, haben nochmal vollgetankt, den billigen Diesel. 1,10 Euro haben wir jetzt bezahlt. Und ab morgen oder ab gleich wird es dann teurer in Griechenland. Das kostet um die 2 Euro, habe ich glaube ich im Internet gelesen. Aber mal gucken. Ja, haben uns jetzt nichts mehr geholt, kein Kaffee. Also langsam habe ich schon vielleicht gegen die Kopfschmerzen gehen. Ich habe gerade eine Pille eingeworfen. So eine Pille, die macht ja immer happy. Nein, so eine Paracetamol war das einfach. Und jetzt geht's gleich weiter. Die anderen sind auch noch im Pinkeln. Der Eddie ist auch von der Rolle. Zum Beispiel geht doch nicht so auf Spannung. Komm noch mal hier. Hm? Ich weiß, du hast auch keinen Bock mehr zu reisen. Also zu fahren. Hm? Machen wir genau, trinken wir noch ein bisschen, sagt den Leuten Hallo. Muss ein Leckerchen haben. Ah, habe ich nicht gerechnet. Smurfy, bringst du das zweite? Bringt er super. Eins habe ich noch. Sitz. Warte. Feiner, Eddie. Hat er extra für euch geübt, das Kunststückchen. Sitz. Feiner, Eddie. Erfreut hat. Oh, guck mal, ist ein guter Rindfleischwürfel. Ja, die Hunde bellen. Okay, alle Leckerchen, alle mit Kunststückchen. Ihr Lieben, bis später in Griechenland. So, die Grenze war ein Klacks. Wir sind gut angekommen. Und ja, Stellung bezogen. Der Eddie hat gerade wieder eine Katze gesehen. Kennt das ja. Ich lasse mich jetzt hier ein bisschen über den Platz ziehen. Da hinten geht die Sonne und beziehungsweise ist die Sonne untergegangen. Das ist wirklich schön, der Sonnenuntergang. Ich habe Kopfschmerzen, mir tun die Glieder weh. Ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen, eine Grippe oder so. Bin froh, wenn ich gleich liege. Ich hoffe, der Eddie macht jetzt ein Würstchen. Dann ist für heute gut. Lauf mal weiter, Eddie. Und ja, soweit. Alles wie gehabt. Komm, hier ist Murphy. Komm. Ja, morgen fahren wir nach Thessaloniki weiter. Und dann werden wir wohl Silvester Athen verbringen. Da müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Das machen wir spontan dann. Ja. Mal gucken. War ein langer Tag. Wir sind platt. Nachts sollen wir hier nicht mehr rumlaufen wegen wilden Hunden, die wohl hier sind, die auch teilweise aggressiv sein können. Deswegen werde ich auch heute nicht mehr viel jetzt erzählen. Gucken eine kurze Runde noch mit ihm, dass er seine Kackwurst macht. Und dann würde ich mich morgen früh wieder reinmelden in alter Frische. Morgen früh geht es wieder los auf Tour. Morgen aber nicht ganz so lange ohne Grenzübertritte. Ja, für den Eddie haben sich wieder keiner interessiert. Wir haben ja extra dieses Gesundheitszeugnis machen lassen. Das war den allen Bums. Konnte ich behalten, den Wisch. So, nach dem Motto, ist mir doch egal, was mit deinem Hund ist. Nimm mit und sei happy. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Ging alles reibungslos, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. War ein anstrengender Tag. Wie gesagt, bin froh, wenn ich gleich liege. Ich bin echt platt. Ich zeige euch so ein bisschen hier vom Strand hinter mir. Ein Minütchen werde ich noch einblenden und dann wünsche ich euch gleich viel Spaß bei der Michaela. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Abend und wir sehen uns morgen früh wieder in alter Frische. Wie gesagt, ich zeige euch ein bisschen jetzt noch vom Strand. Da ist wirklich hier gerade ein Träumchen. Was kommt auf der Kamera bei weitem nicht so gut rüber wie in Wirklichkeit. Ja, herrlich. Bäumchen dahin, die Bäumchen da ist. Der Mond. Da hinten auf der Insel brennt ein Licht. So was sieht man nicht so gut.
Das packe ich mal schnell ein und verabschiede mich. In dem Sinne, ihr Lieben, bis morgen mal. Ach, mit der Esim hat übrigens geklappt. Das ging erst, als wir in Griechenland waren, mobile Daten angemacht haben. Dann konnte ich die Esim kaufen. Die Michaela hatte das angeschnitten. Das ging in der Türkei mit dem WLAN komischerweise nicht. Dafür jetzt hier aber, und das ist die Hauptsache. In dem Sinne, ich glaube, ich spinne. Bis morgen. Tschüss.